bist schon länger verheiratet? Jawohl. Das macht die Sache weniger peinlich. Vermutlich. Sehen Sie, Frau und ich sind noch nicht lange verheiratet. Wir sind erst heute Morgen getraut, aber um Himmels Willen, erzählen Sie es nicht den anderen. Natürlich nicht. Ist es nicht etwas Wundervolles, verheiratet zu sein? Jemanden zu haben, der zu einem hält in allen Schwierigkeiten. Das müssen Sie jetzt sich selber aus. Das habe ich schon. Es ist doch etwas Schönes, verheiratet zu sein. Verzeihen Sie, wenn ich Sie nicht langweile. Aber ganz und gar nicht. Würde ich, wie sich unsere starren Konventionen lösen, bei ein wenig gemeinsamem Unglück. Hat dieser blöde Esel nicht die Notleine gezogen? Uns gewiss in einem Eisenbahncoupé gegenüber mit kampfbereiten Blicken wie fechtende Hähne. Und nun? Und nun langweile ich Sie mit meinen privatesten Angelegenheiten. Charlie! Hier bin ich, Liebling. Hast du etwas gefunden, um mir die Hände zu waschen? Ja, dieser alte Eisenfresser hat mir endlich ein Stück Seife und ein Handtuch gegeben. Ach, schön. Ich habe mich indessen unterhalten mit... Mein Name ist Winthrop. Peggy, dies ist Mr. Winthrop. Mr. Winthrop, erlauben Sie, dass ich Ihnen Miss Peggy, meine Frau, vorstelle. Sehr angenehm. Ich vertreibe Sie doch nicht etwa? Nein, natürlich nicht, Mrs. Murdoch. Ich muss nur meine Frau schnell etwas fragen. Scheint ein ganz netter Mensch zu sein. Ja, aber nicht so nett wie du. Das ist eine schöne Sache, wie... Deine Schuld. Nein, aber dass unsere Flitterwochen so anfangen müssen, Liebling. Alle umsteigen, alle umsteigen! Nicht drängeln, nicht drängeln! Sie kommen alle dran! Fahrkarten nach Hollywood ausverkauft. Oh, pardon, bitte um Verzeihung. Bitte, wir gewöhnen uns schon an Sie. Ich glaube, ich gefalle. Wenn du nur glücklich bist und glaubst... Halten Sie doch den Mund! Fällt Ihnen meine Stimme nicht? Nein! Kaufen Sie Ihre Fahrkarten mal bei Cook. Ich bin schon vielen preisgekrönten Eseln begegnet, aber dies ist wahrhaftig der größte. Mein Leben lang habe ich noch keine solche Schlapperei erlebt wie hier, auf dieser Station. Ich werde es der Eisenbahnverwaltung schreiben. Hoffentlich tun Sie das auch. Ich klagte bereits öfter darüber. Was ist denn los? Ach, es regnet durchs Dach. Wir können nicht dort drinnen übernachten. Oh, und ich bin so hungrig. Entschuldigen Sie mal, gibt es hier was zu essen? Was? Ob es hier was zu essen gibt? Kein Bissen, Herr. Auch nichts zu trinken? Kein Tropfen. Naja, Sie können Wasser haben, aber das ist wohl nichts für Sie. Kaum sind wir an der Grenze, fängt diese verdammte Trockenlegung schon an. Was könnte mein armes Päppchen von dieser ganzen Sache denken? Er schläft doch so süß. Es wird das Beste sein. Wir stellen die Bänke ums Feuer und machen es uns so angenehm wie möglich. Ich lerne eine Idee. Wünscht die Damen und Herren zu speisen. Oh, ja, gern. Das will ich gleich besorgen. Aber wie denn? Können Sie das? Einen Moment. Sechsmal Schnitzel mit Bratkartoffeln und Gurkensalat. Sofort! Leid. Aber das Küchenpersonal macht heute einen Ausflug per Segelboot. Macht aber nichts. Hier in der Wasserflasche schwimmt eine tote Fliege. Junger Mann, nehmen Sie denn überhaupt etwas ernst? Gewiss. Darf ich mir denn eine Frage erlauben? Was denn? Whisky. Sie sind ein Frechdachs. Schmeichlerin. Ich sehe, wollen Sie alle heute Nacht hier bleiben? Wollen Sie hier oder wie? Sie können hier bleiben, wenn Sie wollen. Aber ich tue es nicht. Sie sollten aber hier bleiben. Vielleicht brauchen wir etwas für die Nacht. Ja, Sie wissen, wo hier alles aufbewahrt wird. Was? Ich soll die ganze Nacht hier bleiben? Warum denn nicht? Ich die ganze Nacht in Brandon? Ja. Aber haben Sie denn noch nie von dieser Station gehört? Ich hatte keine Ahnung, dass es sie überhaupt gibt. Was ist denn mit dieser Station? Es spukt hier, Fräulein. Es spukt hier? Jawohl. Um Gottes Willen. Aber nein, das ist ja unbezahlbar. Es spukt.
lauter, nette, kleine Geisterchen, die bis zum Tod lachen. Ja, lachen Sie nur! Lachen Sie, danke schön. Wer weiß, ob Ihnen das Lachen bis morgen früh nicht vergehen wird. Soll das heißen, dass Sie an Geister glauben? Gewiss tue ich das, Herr. Hier in der Gegend gibt es so wenige, die nicht dran glauben. Für keine 10-Dollar-Note würde ich die Nacht hier verbringen. Ja, aber wenn wir hier bleiben, dann werden Sie sich doch nicht fürchten. Ich weiß nicht. Ich merke schon, Sie haben noch nie davon gehört. Nein. Was ist denn das für eine Geschichte? Bevor Sie gehen, müssen Sie uns wenigstens erzählen, was uns erwartet. Aber nein, ich will lieber nach Hause gehen. Bleiben Sie doch einfach hier und erzählen Sie uns die Geschichte von diesem Geist oder Geistern. Wir brauchen schließlich ein wenig Unterhaltung. Unterhaltung? Allmächtiger Gott! Komm, lassen Sie hören. Nun gut, nun gut. Ich will die Geschichte erzählen. Aber ich warne Sie im Voraus, dass es keine angenehme Geschichte ist. Und lieber würde ich nach Hause gehen. Also, das war so. Vor 20 Jahren wurde der Dienst auf dieser Station getan von einem Manne, der Ted Holmes hieß. Ist Ihnen die Brücke aufgefallen, kurz bevor der Zug hielt? Ja, die ist mir aufgefallen. Das ist eine Brücke über den Red River. Eine Drehbrücke, die mit einem Hebel vom Bahnsteig aus geöffnet und geschlossen wurde. Denn damals fuhren noch die großen Schiffe den Fluss herauf, um hier Porzellanerde zu laden. Heute Nacht ist es gerade 20 Jahre her, da fuhr eine Gesellschaft nach St. Paul zu einer Neujahrsfeier. Und die hatten sich einen Extrazug bestellt, um nachts noch weiterzufahren. Und das war der einzige Nachtzug, der jemals auf diesem Geleise verkehrt ist. Vor 20 Jahren. Ja, ja, ich erinnere mich genau. Den Nachtdienst hatte Ted Holmes, um die Brücke zu schließen. Denn sie blieb sonst immer offen, um die Schiffe mit Porzellanerde durchzulassen. Es war gerade 11 Uhr, da wurde von Truro aus telefoniert. Er könne die Brücke nun schließen. Der Zug würde gleich abfahren. Ted antwortete, er würde gleich gehen, um die Brücke zu schließen. Und das waren die letzten Worte, die man von ihm gehört hat. Was geschah denn? Nur Geduld, Fräulein, nur Geduld. Ich sagte also, Ted antwortete, er würde gleich gehen, um die Brücke zu schließen. Es war gerade 11 Uhr. Er ging zur Tür. In dem Augenblick scheint ihm unwohl geworden zu sein. Er fiel hin, gerade bei der Tür. Tot! Das war noch lange das Ärgste nicht. Noch lange das Ärgste nicht. Also, wie gesagt, Punkt 11 fällt Ted Holmes tot hin. Als alles vorbei war, fanden sie ihn dort liegen. Mit der Laterne in der Hand. Und die brannte noch. Und um 11:30 fuhr der Zug von St. Paul ab. Und die Brücke stand weit offen und Ted Holmes lag dort tot bei der Tür. Und der Zug fährt den Hügel herab mit großer Schnelligkeit, denn alle möchten so schnell wie möglich zu Hause sein. Eine Schnelligkeit von ungefähr 90 Kilometer die Stunde. Der Zugführer, das war der arme Ben Isaacs, ganz nahe bei der Station, scheint ihn etwas gewarnt zu haben. Denn er bremste aus aller Macht und der Zug jagte vorbei, knirschend und pfeifend und auf einmal krach! Gab es viele Tote? 6 waren auf der Stelle tot und 2 starben später. Wie durch ein Wunder blieb Ben Isaacs unverletzt. Er kroch aus dem Wasser und lief zum Bahnsteig. Aber er hatte vor Schrecken den Verstand verloren. Sie sagen, er wäre stundenlang auf dem Bahnsteig auf- und abgegangen, hätte eine rote Laterne geschwungen und ununterbrochen gesungen. Am nächsten Morgen starb er.
Und das war, so Gott will, eine Erlösung. 6 Leichen wurden aus dem Wasser gezogen. Und hier, im Warteraum, aufgebahrt. Gott, was für eine schreckliche Geschichte. Ich habe Ihnen im Voraus gesagt, dass es keine angenehme Geschichte sei. Ja, aber was hat das alles mit dem Spuk hier zu tun? Aber nein, mein Herr. Ich habe vielleicht schon zu viel erzählt. Es könnte die Damen ängstigen. Absolut nicht. Es war zweifellos ein entsetzliches Unglück. Aber ich sehe nicht ein, wie das die Damen ängstigen könnte. Erzählen Sie ruhig weiter. Nun gut. Seit jener Nacht spukt es hier. Wer spukt? Ted Holmes? Oh, noch viel mehr. In manchen Nächten klingt auf einmal die Signalglocke. Und ein Zug braust heran mit knirschenden Bremsen und gellender Pfeife. Ach, Unsinn. Ich schwöre, ich spreche die reine Wahrheit. Vor kurzem war ich etwas später dran, weil ich ein Unwetter abwarten wollte. Und gerade als ich dort auf dem großen Landweg ging, hörte ich auf einmal die Signalglocke. Und ein Zug braust heran. Ich sah das Feuer der Lokomotive her. Ich sah es mit meinen eigenen Augen. Ein Frachtzug gewesen sein. Aber nein, ich habe doch schon gesagt, dass auf diesem Gleise kein Zug verkehrt, zwischen abends 10 und morgens 7. Außerdem fährt dieser Zug nie von St. Paul ab und kommt nie in St. Blend an. Wenn es ein natürlicher Zug ist, woher kommt und wohin geht er? Glauben Sie mir etwa nicht? Ihr Leute aus Cornwall seid doch überaus abergläubisch. Die Leute hier herumrennen wie toll, wenn sie nach seinem Zug hören. Sie sagen, wer den Geisterzug sieht, muss sterben. Das ist doch der reinste Blödsinn. Nur langsam, Herr. Nur langsam. Vor 2 Monaten brach ein Landstreicher hier ein. Und den fanden sie am nächsten Morgen hier tot liegen. Die Ärzte sagen, er wäre vor Schrecken gestorben. Reiner Zufall. Sie können sagen, was Sie wollen. Der Zug besteht. Dutzende haben ihn gehört und gesehen. Neulich noch ging ein Landarbeiter von seiner Farm in aller Herrgottsfrüh nach Lennon. Dort wollte er den Zug nach St. Paul nehmen. Und der sah auf einmal hier jemanden auf dem Bahnsteig auf- und abgehen, der eine rote Laterne schwang und ununterbrochen sang. Sie können ja hier bleiben, wenn Sie wollen. Aber ich tue es nicht. Man sagt, dass nachts die Geister auf dem Bahnsteig herumspazieren. Der arme Ben Isaacs an der Spitze voran. Aber das ist ja unbezahlbar. So etwas Komisches habe ich mein Lebtag noch nicht gehört. Komisch? Sie denken doch nicht, dass wir Ihnen diese Geschichte glauben werden. Aber gewiss tue ich das, Herr. Dann sind Sie ein noch größerer Lügner als ich, alter Junge. Und das will was heißen. Hallo! Das erinnert mich an eine Geschichte von einem Polizeiamt. Oder war es eine Feuerwehrstation? In Chicago. Oder war es in Frisco? Nein! In New York. Also, da sah ein Mann eines Tages eine alte Dame sitzen in einem schwarzen Atlaskleid. Und auf einmal blick war sie verschwunden. Und der Mann ging um die Ecke. Und auf einmal sah sie wieder nach. Und er sagte zu der Dame: Das ist kein Atlaskleid. Nein, nein, das sagte er nicht. Er sagte, ich weiß nicht, was er sagte, aber es war unbezahlbar. Wollen Sie sich über mich lustig machen? Bleiben Sie doch ruhig. Hallo! Das erinnert mich an eine andere Geschichte. Da kam einmal ein Pfarrer in eine Versammlung